Stadt steht 89. Ja, so lang. Thank you.
sí. Spaß natürlich. Nicht jeder hat einen Regenanzug mit. Die Werbemuseum, der Herr Diplom-Ingenieur aus Wien, Martin Leuch. Das wird das richtige Wetter für den Seitenwagen. So, jetzt wieder an die Freinig. Fährt raus, das ist der Patrick Reich. Ja, Erich Zellmann, 112, der Leuchtfahrt. Oben! Oben! Alles gut, gell? Ja, gut, das war's. Ein Wetterspiel wie Madrid. Meine hat ein günstiges Eis mitgebracht. Wenn Sie Riesel, noch mehr erzählen, dann noch einmal eine Nachwelt. So, das wollte ich Ihnen auch noch vorgespielt haben. Diese Platte gibt es in Österreich nicht. Sie stammt aus den Niederlanden. Thank you.
was erklären. Alle Zäune und Seile bitte stehen lassen, nicht wegräumen, aber alle Transparente bitte zusammenräumen. Das Gerät steht noch ein bisschen, der Jette. Der habe ich jetzt erst noch geredet. Aber jetzt Abgesang, 17:30 die Siegerehrung im Festzelt. Und ich darf mich jetzt im Namen der Motorsportvereinigung Schwanenstadt und im Gedenken jetzt an unseren lieben Freund Willi Eicher mit einem Dankeschön verabschieden. Es war wirklich ein ereignisreiches Wochenende für die meisten von Ihnen. Ich stelle mich in die erste Reihe. Mir hat es unglaublich getaugt. Die Motorsportvereinigung bedankt sich. Partner Moto Guzzi Österreich, das Haus Kitzinger, bedankt sich. Und wie der Peter schon gesagt hat, vielleicht gibt es eine Oldtimer Grand Prix Nummer 2 in Schwanenstadt. Ob das nächstes Jahr ist, in 2 Jahren oder in 3 Jahren, das muss natürlich jetzt der Verein, nachdem auch die Kasse durchgezählt ist, ob was übrig bleibt, ob es rote Zahlen gibt und so weiter. Das muss der Verein, die Motorsportvereinigung in verschiedenen Regeln erst entscheiden. Ist auch klar, dass es nicht mal mal hier an der Stelle getan werden kann. Auf bald!